Hallo, ich möchte euch gerne heute mal ein tägliches Schutzgebet vorstellen. Oder halt ein Schutzgebet, was ihr aber auch täglich beten könnt, wenn ihr das natürlich wollt. Unten in der Videobeschreibung werde ich euch noch einen Link zu dem Gebet geben. Da ist eine JPEG-Datei, die könnt ihr euch da dann halt auf der Webseite halt auch runterladen und euch dann gegebenenfalls aussuchen, wenn ihr das möchtet. So, ich fange mal an mit dem täglichen Schutzgebet. Himmlischer Vater, ich bete dieses Gebet in deiner Kraft des Heiligen Geistes. Im Namen Jesu binde ich, weise zurück und erkläre für unwirksam alle Teilungen, Missstimmungen, Unreinheiten, Streit, Hader und Ärger, Zorn, Mord, Kritik, Verdammnis, Stolz, Neid, Missgunst, negative Rede, Übertreibung und Lüge, Armut, Furcht, verbreitende Geister, Geister, Hexerei und der antichristliche Geist und der Gemeindeunzucht. Ich binde alle Flüche, die gegen mich gesprochen wurden. Ich segne die, die mich verfluchen und bete, dass du diese Menschen segnest. Ich binde alle ausgesprochenen Worte, die mich richten sollen, ebenso auch alle richtenden Worte, die ich über andere Menschen ausgesprochen habe. Ich binde die Macht der negativen Worte über mein Leben. Ebenso binde ich alle Gebete, die nicht durch den Heiligen Geist gesprochen wurden, und erkläre sie für unwirksam. Ich binde über mein Leben jede psychische und seelische Kraft, Hexerei, Zauberei und falsche Zungen, die gegen mich gebetet haben. Ich widerstehe dem Teufel. Römer 8, 37 bis 39. Keine Waffe, die gegen mich gerichtet ist, wird mich treffen. Jesaja 5, Vers 17. Ich lege die Waffenrüstung Gottes an. Epheser 6, 14 bis 18. Ich nehme im Namen Jesu Autorität über diesen Tag. Ich erkläre, dass dieser Tag erfolgreich gesegnet und in allen Bereichen vollständig sein wird. Ich erkläre, dass ich heute in deiner Liebe wandeln werde. Der Heilige Geist führe und leite mich an diesem Tag. Ich unterscheide zwischen dem Gerechten und dem Bösen. Ich habe Autorität über Satan, also seinen Dämonenmächten und Gewalten. Ich ergreife diese Autorität über Satan und all seine Dämonen und all die Menschen, die durch sie beeinflusst sind. Ich erkläre, dass Satan unter meinen Füßen ist und dort bleibt er auch den ganzen Tag. Ich bin ein gerechter Gottes in Jesu Christi. Ich bin Gottes Eigentum. Johannes 10, 27 bis 30. Satan, du bist gebunden über meinen Verstand, meinen Körper, meine Familie, meinem Zuhause und meinen Finanzen. Ich bin durch das Blut Jesu vor jeder dämonischen, psychischen, körperlichen oder mentalen Attacke geschützt. Ich richte um mich, meine Gemeinde, meine Familie und meine Kinder ein Schutzwall des Blut Jesu Christi, auf dem mich Tag und Nacht beschützt. Ich bitte dich, Herr, im Namen Jesu Engel aufzustellen, die mich und meine Familie umgeben. Ich bekenne, dass ich geheiligt und gesund bin. Ich blühe, werde lange leben. Bin beständig, unbestechlich, fruchtbar, voller Friede, Geduld und Liebe, Weisheit und Kraft Gottes. Was immer ich mit meinen Händen tun würde, es wird gelingen. Denn Gott kümmert sich um meine Belange. Entschuldigung, denn Gott kümmert sich um all meine Belange. Gott, ich bete für den Dienst, den du mir gegeben hast. Salbe mich, Herr, damit ich alles ausführen kann, wozu du mich berufen hast. Ich rufe göttlichen Zeitpunkt, offene Türen für Gelegenheiten und von Gott herbeigeführte Begegnung und Existenz. Ich bekenne, dass mein Zeugnis und mein Dienst wirksam und vollmächtig sind. Ich schieße die Pfeile des Evangeliums ab, du Heiliger Geist, sorg dafür, dass sie treffen. Ich preise dich, Herr, und bitte dich all dies im Namen Jesu. Amen. Das war das tägliche Schutzgebet oder halt das Schutzgebet, das ihr, wenn ihr wollt, jeden Tag gerne beten könnt, um euch halt zu schützen. Ihr könnt natürlich auch mit eigenen Worten beten, aber falls ihr vielleicht manchmal nicht die richtigen Worte findet, könnt ihr auch einfach dieses Schutzgebet nehmen. Ich hoffe, es hat euch geholfen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal gerne wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.